Schreibt seit Anfang des Jahres so ein digitales Tagebuch. Wollt ihr mal sehen, wie die Fotos meiner letzten Woche aussahen? Also ich mache da wirklich nur meine Highlights des Tages rein. Ich glaube, das Aufregendste, was ich von der Woche zeigen kann, ist, wie hübsch dieses Fach aussah. Dann habe ich ein Foto von meinem Schreibtisch mit dem Grime-Set im Hintergrund, das sie beim Coachella gespielt hat. Sehr entertainend. Am nächsten Tag ein Bild von meinem Schreibtisch. Am nächsten Tag ein Bild von meinem Schreibtisch. Ein Bild, das ich euch nicht zeige, weil das meinen Schreibtisch von draußen beleuchtet. Am nächsten Tag ein Foto von... Ein bisschen Abwechslung. Ein Foto von meinen Fingernägeln an meinem Schreibtisch. Und was haben wir da? Ein Foto von meinem Schreibtisch mit dem Grime-Set von dieser Woche. So, da ihr jetzt wisst, was ich diese Woche getan habe, könnt ihr euch ja durchaus vorstellen, warum diese Woche kein Vlog kam, kommt. Dafür erfreuen wir uns heute an diesem Video. Ich weiß nicht, inwiefern der Drang, meine Haare zu färben, mit meiner Rückkehr auf YouTube zu tun hat. Aber eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das, was ich heute mache, schon etwas länger ausprobieren wollte. Wer dieses Video sieht, der erinnert sich wahrscheinlich daran, dass ich mir schon öfters mal die Haare auf YouTube gefärbt habe. Nachhinein betrachte, schon nicht immer die beste Idee eigentlich. Aber ich verrate euch was, ich habe nicht daraus gelernt. Wie soll ich diesem Trend widerstehen? Obwohl wir uns schon so oft die Haare gefärbt haben, sind wir natürlich älter und reifer und weiser geworden. Ich werde mir meine Haare nie wieder so färben. Wisst ihr, wie lange das gedauert hat, dass dieses blöde Rot da endlich mal rausgewachsen ist? So lange, dass sehr wahrscheinlich immer noch mindestens dieser Teil von meinen Haaren blondiert war und sehr wahrscheinlich abfallen wird, wenn ich gleich das mache, was ich machen will. Aber wie gesagt, wir sind reifer und ruhiger und weiser. Und ich mache nur so ein bisschen was. Bisschen. Hier und da. Wirklich, bei dem Bild hat es mich ein bisschen gereizt, doch mehr zu machen, als ich wollte, weil mein ursprünglicher Plan war, nur eine Strähne zu machen. Aber meine Pläne sind nicht sehr konsequent. Ich werde auf jeden Fall versuchen, diesen Holographic-Look in einzelnen Strähnen an meinen Haaren zu rekreieren. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und dann habe ich sie hier gefunden. Und ich glaube, ich muss auch eine Strähne im Pony färben. Allein dieser Geruch setzt so viele Erinnerungen frei. Ich glaube, um den Effekt hinzubekommen, den ich haben möchte, brauche ich diese Farben. Krass, Alter. Das ist eine krasse Farbe. Wow, was? Ich habe einfach gar kein Equipment mehr für so Haarfärbgeschichte. Deswegen werde ich mich jetzt meine Haare mit meinem eigenen Pinsel färben. Sie sind nämlich vielseitig einsetzbar und jetzt wieder endlich auf jolycolossi.de. Scheiße, wie macht man denn sowas nochmal? Jetzt ist es passiert. Während ich das hier mache, kann ich euch ja auch einfach kurz erzählen, was sonst so die Woche ging. Oh, diese Woche ist was Krasses passiert. Ich glaube, ich habe aus Versehen gehext. Ich schreibe gerade in meinem Buch an einer Szene, die auf irgendeine Art und Weise mit Veränderung des Wetters zu tun hat. Wirklich exakt genau an dem Tag, an dem ich darüber geschrieben habe, hat in Dubai dieser übelst krasse Regen angefangen. Ich will jetzt nichts assume. Aber sag mal ehrlich, was für ein krasser Zufall ist das denn? Vielleicht bin ich schuld daran, weil ich da so feste dran gedacht habe, dass es einfach passiert ist. Außerdem war ich diese Woche bei einer Drei-Fragezeichen-Sache. Wir sind wieder bei einer Drei-Fragezeichen-Sache. Warum wird die eigentlich immer so übelst schön? Oh mein Gott, guck mal, wie das oben aussieht. Ja. Hä? Weg Drei-Fragezeichen. Wirklich? Das sind die schönsten Gebäude, in denen ich seit langer Zeit war. Die Nele ist auch wieder dabei. Das war sehr schön und sehr wholesome. Ich habe es irgendwie geschafft, mich in so eine Freundesgruppe einzuschleusen, die regelmäßig zu solchen Events geht. Ich habe einfach so lange gebettelt, dass sie mir Bescheid sagen. Und jetzt sagt Nele mir jedes Mal Bescheid. Mit Leuten sein, die drei Fragezeichen so sehr feiern wie man selbst, das kann man nur verstehen, wenn man einer von denen ist. Ansonsten habe ich gestern meine Brand Not Illegal wieder ins Leben gerufen. Auch zu finden auf jolycolossi.de. Ich habe 2020, glaube ich, das erste Mal so wirklich von CBD gehört. Und direkt mit einer so krassen emotionalen Geschichte, dass ich irgendwie auf irgendeine Art und Weise Teil davon sein wollte. Also nicht von ihrer Story, sondern um diese Produkte zu genießen, braucht man ein paar Materialien. Davon habe ich ein paar so in meiner Ästhetik designt. Und jetzt zum zweiten Mal welche rausgebracht. So sehen die aus. Very pretty, very bubbly. Jetzt bin ich auf beiden Seiten quasi fertig, aber die Seite ist einfach schon komplett blond. Was mache ich denn jetzt? Wo ist das Haar hin? Ach, da ist es ja. Die fünfte Strähne hier oben lasse ich erstmal weg, weil ich ein Angsthase bin und weil ich mir absolut nicht zutraue, eine Deckhaarsträhne zu färben, ohne den ganzen Rest drumherum auch zu färben. Das hier ist die Farbe nach dem ersten Mal färben. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich hätte meine Haare unten, dann würden die so rausgucken. Ich feiere das voll. Jeder Friseur hasst diesen Farbton. Und es ist ein bisschen fleckig geworden. Aber keine Sorge, wir bleachen einfach noch ein zweites Mal drauf rum. Es ist tatsächlich kein einziges Haar abgebrochen. Ich habe nichts gefärbt, was ich nicht färben wollte. Und irgendwie macht mich das voll sauer. Es ist wirklich nicht okay, dass ich ständig sowas mache und das dann am Ende auch noch immer funktioniert. Das ist einfach nicht fair. Ich habe einfach genau so viel Bleach
zusammengemischt, wie ich brauchte. Wirklich exakt auf den Millimeter. Den kleinen Rest schmier ich mir jetzt noch drauf und dann ist es fertig. Um die Wartezeit zu überbrücken, könnte ich euch doch eine neue Community-Frage stellen. Die ist heute ein bisschen anspruchsvoller, aber ich bin mir sicher, einige von euch können sie trotzdem lösen. Meine Frage ist, was ist der letzte Traum, an den ihr euch erinnern könnt? Ich träume in letzter Zeit so krass intensiv und viel und random. Letzte Nacht zum Beispiel habe ich geträumt, dass ich in einem Zug bin. Aber der Zug ist so wie eine Achterbahn. Und man geht auch über Kopf und so. Das war so witzig, wenn ich nicht eine Tasche auf meinem Schoß gehabt hätte, wo die ganze Zeit Sachen rausgefallen sind. Wer träumt denn sowas? Und wieso? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Kommentare. But the sheet no go, he war no go, there's a car. Dieser Tag wird immer besser. Ich dachte die ganze Zeit, die werden bestimmt nicht heil genug, um das zu machen, was wir vorhaben. Aber jetzt, wo sie so trocken sind, denke ich das auch immer noch. Wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, dann muss man jetzt einfach pink, blau, gelb, pink, blau. Dann sieht es am Ende richtig cool aus. Okay. Und wieder beschleicht mich das extrem starke Gefühl, dass es einfach nur schrecklich wird. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, dass alles, was ich mache, einfach unfairerweise funktioniert? Habe ich nie gesagt. Im Leben werden diese Haare hier unten die Farbe nicht annehmen. Aber jetzt kann wirklich alles passieren. Von, ja, ist ganz okay, über gar nichts passiert, bis hin zu, ach du Scheiße. Also das ist eigentlich todescute, ja. Aber es wird halt absolut nicht so aussehen. Es wird nichts passieren. Es wird einfach nichts passieren, um Gottes Willen. Ich lasse es jetzt so lange trocknen, bis ich es nicht mehr aushalte. In der Hoffnung, dass wenigstens irgendetwas daran kleben bleibt. Meine erste Prediction ist, passiert gar nichts. Meine zweite Prediction, das Blau wird zu einem komischen Grün, das Pink wird zu einem weirden Orange und das Gelb, da wird einfach gar nichts mit passieren. Aber wenn es auch nur ein bisschen klappt, dann wird es sehr süß. Also, ein paar meiner Predictions sind absolut zu 100% wahr geworden. Und ich würde sagen, das, was rausgekommen ist, hat absolut nichts mit dem zu tun, was ich mir als Vorbild genommen habe. Was ich daraus lerne ist, Nummer 1, ich glaube, dass dieser Effekt nur wirklich krass kommt auf so wirklich hellblonden Haaren. Dann hat das wirklich so den Effekt, dass die Haare so schimmern. Aber mit ein paar kleinen Änderungen wird es bestimmt auch so übercool aussehen. Ich zeige euch jetzt erstmal, was passiert ist. Es ist wirklich gleichzeitig schlechter und besser, als ich mir vorgestellt habe. Jetzt so vom Weiten hat das auch ein bisschen diesen Holo-Effekt. Wie ich mir einfach versuche, den Lulu-Sachen einzubilden. Eigentlich sieht es schon aus wie das, was ich wollte, nur als wäre das schon so einen Monat rausgewaschen. Also die Strähnenplatzierung finde ich super. Diese roten Patches zwischen den gelben Patches macht mich fertig. Ich habe keine Ahnung, wo das Blau hingekommen ist. Das Pink ist, wie ich es predicted habe, zu einem weirden Orange geworden. Ich denke, das Blau ist dann das weirde Grün. Aber wenn man jetzt mal so absieht von dem, was es sein sollte, finde ich es voll cute. Also niemand würde das jemals sich färben lassen, weil das halt einfach schlecht ist. Aber ich weiß nicht warum, aber irgendwie passt sowas zu mir. Ich bin auf jeden Fall sehr happy, eine Möglichkeit gefunden zu haben, meine Kreativität auch in meinen Haaren wieder ausleben zu lassen, ohne meine ganzen Haare zu zerstören. Bin ein bisschen froh, dass ich diese Strähne nicht gemacht habe, aber ein bisschen bin ich auch traurig darüber. Ihr könnt ja einfach mal abstimmen, ob ich die auch noch färben soll. Ich werde die Farbe jetzt auf jeden Fall ein bisschen rauswaschen lassen. Das passiert ja über Zeit von alleine. Ich glaube, dann werde ich nochmal blondieren, um sie noch heller zu machen, damit die Farbe noch besser dran bleibt und dann probiere ich das einfach nochmal. Mein Ehrgeiz ist aktivierend. Okay, goodbye!